Hallihallo, ihr Lieben! Heute bin ich mal wieder für den Schnittwoch zuständig und ich habe euch was mitgebracht und zwar mein bisher aufwendigstes Projekt. Schwieriges Wort. Und zwar ist das die Jacke Macleo von Kibadu, beziehungsweise ein Parka, wie es hier steht. Und ihr könnt schon sehen, dass das eine richtig schöne Winterjacke werden kann, wenn man denn von innen einen Steppstoff verwendet, einen etwas dickeren, und von außen einen Jackenstoff. Dann hat man im Endeffekt einen richtig schönen Winterparka, den ich natürlich gleich auch nochmal für euch anziehen werde, damit ihr sehen könnt, wie der so sitzt. Und wie lang die Länge ist, denn ich habe mich nämlich hier für die kurze Variante entschieden. Es sind zwei Längen enthalten, der Mantel kann aber auch beliebig verlängert oder verkürzt werden. Und wo fange ich denn mal an? Es sind auf jeden Fall super viele Schnittteile. Also ich glaube, ich habe 2 oder 3 Abende nur damit verbracht, auf dem Boden zu hocken. Ja, ich mache das auf dem Boden. Vielleicht macht es noch jemand von euch auf dem Boden und weiß Bescheid, wie sich das anfühlt. Und ich habe 2 oder 3 Tage, glaube ich, nur abgepauscht, ausgeschnitten und dann noch zugeschnitten. Denn es sind wirklich einige Teile. Manchmal hat man aber ja Lust auf ein etwas aufwendigeres Projekt und so war es auch bei mir. Nachdem ich viele schnell genähte Hoodies genäht hatte oder so schnelle kleine Projekte genäht hatte, war mir nach etwas mehr Arbeit und da habe ich mich für diesen Schnitt entschieden, weil ich ihn auch einfach total schön finde. Und weil dieser grüne Memory mich einfach im Regal so angeschrien hat, vernehm ich, habe ich mir gedacht, na gut, dann widme ich meine Zeit, hat ja nichts mit Opfern zu tun. Ich beende diesen Satz einfach mal so. Denkt euch nichts dabei. So, ich zeige euch gleich meinen Mantel natürlich, oder meine Jacke gleich natürlich auch nochmal von näher dran, damit ihr genau sehen könnt, was es alles für Besonderheiten gibt. Denn die Jacke besteht, wie gesagt, aus vielen Schnittteilen und daher hat die auch viele Nähte von außen. Die kann man jetzt hier, glaube ich, nicht so gut erkennen, gleich aber, wenn ich die Kamera gedreht habe. Und die machen einfach die Jacke total besonders oder vor allem besonders schön auch. Vielleicht ziehe ich sie jetzt einfach mal über. Ich glaube, dann ist alles einfacher zu erklären. Da fallen schon die Nadeln raus hier. Ich hoffe, dass ich da gleich nicht reintrete. So, die Püppi kommt mal so lang zur Seite. Und ich schmeiß mich jetzt mal hier rein. Ich habe von innen einen Rautenstepper verwendet und daher schwupp ich da jetzt auch ganz einfach rein, denn das wuscht natürlich schön. Die Jacke hat Bündchen hier außen, aber innenliegende. Das heißt also von außen, wenn der Wind hier reinkommt, kommt er nicht rein. Also man ist auf jeden Fall am Arm windgeschützt. Wenn man jetzt Fahrrad fährt oder so, ist das immer ganz schön. Und jetzt gehe ich auch mit meinem zweiten Arm nochmal rein. Und dann könnt ihr auch schon sehen, dass die Jacke nicht knatscheng sitzt, sondern man kann richtig schön auch noch einen dicken Pulli drunter ziehen oder einen Hoodie. Also ich habe jetzt nur so ein Strickkleid an und da ist natürlich noch ein bisschen mehr Luft dran. Aber ich finde auch, dass die Jacke trotzdem nicht sackig sitzt. Also man hat trotzdem hier noch eine Taille und man hat genug Bewegungsfreiheit in alle Richtungen. Und ja, das gefällt mir eigentlich super gut. Ich habe meine ganz normale Größe genäht, 34. Ich nähe auch ab und zu schon mal eine 32. Habe mich hier aber für die etwas größere Variante entschieden, damit einfach ein dicker Pulli auch noch gut drunter passt. Und ja, ich glaube, dass die Größe eigentlich super ist. Ich habe die kurze Variante gewählt, also es ist eine kurze und eine lange Variante enthalten. Da ich relativ klein bin, habe ich mir gedacht, ich wähle mal die kurze Variante, die geht mir hier bis Mitte Oberschenkel. Ich wollte halt nicht, dass ich so verloren gehe in dieser Jacke. Das kann nämlich auch schon mal vorkommen. Genau, die Jacke hat eine große Kapuze. Was ich liebe Kapuzen. Manche Leute stört es vielleicht, wenn es hier so weit runterhängt, aber ich muss sagen, es hängt nicht im Gesicht rum. Und gerade für Fahrradfahrer, die gerne noch einen Helm drunter tragen, ist hier tatsächlich
Also hier kann auf jeden Fall locker noch ein Helm drunter. Ja, mal gucken, wie es ist, wenn ich es jetzt zumache, ohne meine Haare hier vielleicht noch drin einzuklemmen. Oh. So, zack. Dann könnt ihr sehen, dass wirklich nach oben hin noch genug Luft ist für einen Helm beispielsweise. Ich habe hier mit unseren schönen Lederösen oder Kunstlederösen-Patches gearbeitet. Die Kordel fehlt immer noch, wer es mitgekriegt hat. Ich hatte eine Umfrage gestartet. Ich hatte nämlich zwei Kordeln zur Auswahl und kann mich immer noch nicht entscheiden. Vielleicht wird es einfach eine ganz andere. So bescheuert, ne? Also, als wenn das so wichtig wäre. Und man kann sie ja auch eigentlich immer austauschen. Ich weiß nicht, warum ich mich da jetzt mit so lange aufhalte. Ist einfach so. Aber ich kann euch den Rest der Jacke trotzdem schon mal zeigen. Genau, Taschen. Kann man optional auch mit Taschenklappen arbeiten. Dann haben wir hinten so eine Rückenmittelnaht. Die macht auch nochmal schön, dass es hier so ein bisschen taillierter wird. Und die Bündchen habe ich erwähnt. Reißverschluss, hier ist der Untertritt bzw. Windschutzleiste mit Kinnschutz. Also hier ist wirklich an alles gedacht. Und hier seht ihr auch schon die Nähte, die ich vorhin meinte. Man kann natürlich auch super cool mit diesen ganzen Schnittteilen und Farben arbeiten. Heißt also, wenn du, Entschuldigung, wenn man jetzt hier zum Beispiel einfach eine andere Farbe reinsetzen würde und die vielleicht hier vorne, dieses Teil besteht auch aus zwei Teilen, da gibt es zig Möglichkeiten. Da brauche ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt eine nennen. Da ist ja jeder Kreativität. Manchmal fange ich Sätze an, die ich nicht zu Ende bringen kann. Das lasse ich jetzt auch mal lieber sein. So, es tut mir leid dafür, dass es heute etwas chaotisch ist. Ich habe nicht wirklich einen roten Faden. Und diese Jacke hat, wie gesagt, etwas Zeit und Nerven gekostet. Und von daher weiß ich gerade gar nicht so genau, wo ich anfangen und aufhören soll zu erzählen. Ich habe, wie gesagt, unsere Jackenstoff Memory genommen und von innen unseren Rautenstepper. Das ist, also ich finde das von der Dicke her total super. Es ist nicht zu dünn, nicht zu dick. Und ich bin auch jetzt schon bei Minusgraden mit der Jacke gelaufen und fand es angenehm. Also es ist jetzt nicht, dass ich darin gefroren habe. Wobei bei Minusgraden friere ich immer nach einer gewissen Zeit irgendwann. Also ich glaube, da kann keine Jacke mir irgendwie helfen. Ja, ansonsten fehlt jetzt nur noch, dass ich euch einmal die Kamera drehe und dann noch von der anderen Seite, also beziehungsweise etwas näher dran zeige und... Ja, ich muss jetzt hier, glaube ich, beenden. Die Jacke kann man übrigens in zwei verschiedenen Längen nähen. Ich habe mich für die kürzere Variante entschieden, da ich relativ klein bin und ich nicht ganz in der Jacke versinken wollte. Ihr seht gleich nochmal, wie weit mir die Jacke dann geht. Also ich ziehe sie gleich nochmal an, natürlich. So, und jetzt könnt ihr auch schon sehen, dass hier einige... Nähte dran sind, die man dann von außen auch optional schön absteppen kann. Raglanärmel und apropos Ärmel, der besteht nämlich aus ziemlich vielen Einzelteilen, aber ich finde, das macht einfach super viel her, wenn man an dem Ärmel hier noch so zusätzliche Nähte hat. So, mit Ecken, na guck mal, diese hier ist nicht mal ganz so schön geworden, aber ich bin trotzdem zufrieden, denn Ecken sind natürlich nicht immer ganz einfach sauber zu arbeiten. So, hier haben wir innenliegende Bündchen, die mit ganz normaler Bündchenware gearbeitet wurden. Also das ist in der Jacke drin fest. Also hat man hier so richtig schönen Windschutz. Da kommt kein Wind vorne rein. Die Taschen habe ich ohne Klappen genäht, weil ich das einfach jetzt, ja, weil ich es gerne mag. Genau, das ist ja jedem selbst überlassen. Dann haben wir eine richtig, richtig schöne große Kapuze. Die ist wirklich super geräumig. Man kann optional, was heißt optional, aber wenn du Fahrrad fährst und einen Helm trägst, passt der ziemlich gut noch mit drunter. Also es ist auf jeden Fall eine geräumige Kapuze. Dann haben wir hier die Windschutzleiste mit Kinnschutz. Also es ist wirklich an alles gedacht. Mache ich sie mal auf. Von innen komplett mit Belägen gearbeitet. Also die sieht wirklich super schön, auch von innen aus. Komplett rundherum sind Belege. Alles super schön verarbeitet.
Also es ist auch wirklich toll beschrieben in der Anleitung. Und zusätzlich gibt es sogar ein YouTube-Video, in dem die liebe Claudia die ganze Jacke einmal vornäht. Also wenn man mit der Anleitung, mit der bebilderten Anleitung nicht so gut klarkommen sollte, wäre da auch noch ein Video, was man sich anschauen kann. Ja, genau. Und damit sollte man dann eigentlich gut klarkommen. Von hinten schaut sie so aus. Hier geht auch noch mal eine schöne Naht runter. Ich muss sagen, ich finde die Passform ziemlich cool, denn, also was heißt die Passform? Die Größe der Jacke ist so konzipiert, dass man auf jeden Fall auch noch einen dicken Pulli oder eine Sweatjacke drunter ziehen kann. Das ist auf jeden Fall möglich. Und jetzt drehe ich die Kamera, glaube ich, noch mal wieder, um euch noch weiteres zu erzählen. So, zur Anleitung. In dieser Anleitung sind alle Schritte bebildert und beschrieben. Ich kann es euch einmal zeigen. Ein bisschen hier bis zur Beschreibung vor. Hier sieht man schon, wie viele Schnittteile das sind. Also hier sind die Schnittteile für die Außenjacke und das sind die ganzen Schnittteile für die Innenjacke. Und dann gibt es noch ein paar Teile, die mit Flieseline verstärkt werden. Ach, da, wo ich das gerade sehe, man kann hier vorne an den Schirm auch noch, an die Kapuze auch noch ein Schirmchen nähen. Ich habe das jetzt weggelassen, weil ich mag das nicht so gerne. Aber dafür nähen wir ja. Man kann ja selbst entscheiden, wie viel man nach Anleitung näht und wie viel man abändert oder einfach weglässt. Genau, dann haben wir hier die Anleitung. Schritt für Schritt, gut beschrieben, mit Bildern und Text. Und zudem hat die liebe Claudia Gott sei Dank, denn ich habe es auch zwischendurch trotz guter Anleitung mal gebraucht, denn ich bin ja auch kein Profi und muss ab und zu bei den kniffligen Ecken, habe ich immer ganz gerne noch ein Video dazu. Und die liebe Claudia hat diesen Parker, also nicht meinen, sondern sie hat die Jacke MacLeo auch schon auf YouTube genäht und hat ein Video dazu veröffentlicht mit Schritt für Schritt Step-by-Step Videoanleitung, also kann man da so ein bisschen switchen, wenn man jetzt mit der Anleitung vielleicht an der einen oder anderen Ecke ein bisschen hadert, dann kann man einfach zu YouTube rüberhüpfen und da das Video angucken. Genau, und weil ich das Video jetzt glaube ich schon zweimal gedreht habe, weiß ich nicht, ob ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen oder ob ich mich jetzt schon dreimal wiederholt habe. Es tut mir leid, wenn ich das getan habe, denn ja, wie gesagt, es ist ein bisschen chaotisch heute, das Video. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch den Schnitt etwas näher legen konnte, denn mir gefällt der, wie gesagt, total super. Wärmt auch richtig schön in der Stoffzusammenstellung und Jackenstoff-Memory haben wir in zig Farben noch da und auch diesen Raupenstepper haben wir noch in mehreren Farben da. Deswegen, ja, wer Lust hat, oder ich hoffe einfach, ich konnte jemanden inspirieren. Oh mein Gott, ich muss dieses Video beenden. Heute wird es nicht besser. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall die Tage.